Moins und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Stranded Deep. Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, ich bin verwirrt, ich bin mal wieder verwirrt. Und unter mir sind schon wieder Haie. Das übliche Drama in Stranded Deep. Ich habe endlich das letzte Teil gefunden, oder ich glaube, dass das letzte Teil ist, was ich für meinen Bootsmotor brauche. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Wie immer, ne? Ihr seid es ja schon gewohnt. Oh Gott, ich habe mich schon wieder, glaube ich, einmal zu oft gedreht und guck schon wieder in die falsche Richtung. Das ist echt, man darf sich nicht wegdrehen von der Insel, die man anvisiert hat, weil das ist die größte Falle. Die sehen so gleich aus am Horizont, man weiß nicht mehr, welche Insel das war. Ohne Scheiß, das ist so eine miese Falle. Ich finde es auch voll blöd, dass die Inseln sich verändern, wenn man näher auf sie zukommt. Die sehen immer anders aus, je näher man kommt. Und das ist, finde ich, echt doof. Die sollten wenigstens so von den Grundzügen her, also dass man zum Beispiel keine solchen dünnen Palmen sieht, wenn man auf eine Insel zufährt, wo keine Palmen mehr sind, weil man die alle weggeaxtet hat. Ich finde, die sollten dann echt weg sein. Ich finde, die sollte man dann nicht mehr sehen. Weil das sonst echt verwirrend ist. Oh, bitte lasst das die richtige Insel sein. Aber ich habe schon wieder ganz schlechte Hoffnung, weil ich glaube, das sind Palmen, die da nicht hingehören. Auf meine Hauptinsel. Aber vielleicht ist es ja eine Insel, wo ich schon mal drauf war und vielleicht kann ich mich dann von da aus orientieren. Schauen wir mal. Da rechts ist irgendwas im Wasser. Was ist das denn? Moment mal, ist doch auch ein Schiffswrack. Ach, ist das die Titanic? Ja, lol, ich weiß, wo ich bin. Okay. Das ist aber gar nicht schlecht. Moment, Moment. Da müssen wir nochmal... Moment. Ja. Okay, die Insel kenne ich. Das ist die Titanic-Insel. Mit dem riesen Wrack hier davor. Alles klar. Gut. Moment. Da müssen wir uns jetzt so orientieren, dass wir... Genau, dann ist das die richtige Insel da. Alles klar. Ach, guck mal, da ist ja noch... Lol, ich raste aus. Da ist ja noch eine Kiste im Wasser. Huch. Scheiße. Was ist das? Eine Torch. Auf eine Torch kann ich verzichten. Torch ist unwichtig. Da habe ich noch eine. Los, geh rein. Komm. Okay, wir müssen dahin. Nee. Wartet mal. Moment mal. Nee, nee, nee. Das ist nicht die richtige Insel. Das ist eine ganz andere Insel. Oder? Moment mal. Das muss ich jetzt mal prüfen. Jetzt bin ich vollkommen verwirrt gerade. Doch. Doch, das ist die. Es brennt sogar noch das Feuer. Ey, das ist ja wie ein Vergangenheitsflash hier, ey. Wahnsinn. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da noch ein zweites Wrack im Wasser, also ein drittes ja eigentlich, ein drittes Wrack noch war. Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern, du. Du, sage ich jetzt schon. Ihr. Ihr Stimmen in meinem Kopf. Ich wette, ihr seid so am Abfeiern gerade. Ihr seid sowas von am Abfeiern. Ich kann das förmlich hören. Ey, ohne Witz, ich kann mich nicht erinnern, dass hier noch so ein Wrack im Wasser war. Wo kommt das denn auf einmal her? Das ist doch jetzt eine Verarsche hier. Der Hai ist, glaube ich, friedlich, der Kleine. Ich gucke jetzt hier mal rein. Mal ganz kurz. Das interessiert mich jetzt irgendwie. Was ist das? Taschenmesser? Brauchen wir nicht. Da kommt man nicht rein. Okay, egal. Komisch. Also an dieses Wrack kann ich mich echt nicht erinnern. Aber anscheinend, also... Hier müsste noch irgendwo eine kleine Kiste im Wasser sein. Da, genau, an der Stelle. So, ist jetzt ein bisschen die Frage. Die Insel müsste es sein. Eigentlich müsste es die sein.
Und wenn nicht, dann ist es die. Puh, wünscht mir Glück, ey. Ich hoffe, ich hab's dann endlich. Ey, ich feier so, wenn ich diesen Motor gebaut habe. Ne? Ich werde so feiern. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das Blöde ist, ich glaube, ich kann den Motor nicht an dieses Schlauchboot ranbaumeln lassen. Ich muss den Motor auf so einen, auf so eine blöde Plattform, auf so einen Support im Wasser draufbauen. Und wahrscheinlich wird mir genau ein Stick fehlen, also ein Stock, um dieses ganze Ding zu bauen. Es hängt doch immer an irgendeinem Stick. Und dann darf ich wieder irgendwo auf eine Insel fahren, um den Stick zu holen. Und dann weiß ich wieder nicht, wo ich herkam. Und da rechts ist schon wieder ein Hai. Oh, wie diese Haie mich ankotzen. Wie diese Haie mich ankotzen. Man muss, glaube ich, einfach nur weit genug von diesen blöden Haien wegfahren, dann ploppen die weg. Und wenn man Pech hat, haben sie einen gesehen und dann greifen sie einen gleich an. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das ist eine Insel ohne Palmen, guckt euch das mal an. Da sind keine Palmen zu sehen. Ich glaube, das ist die richtige. Auch mit diesem langen Strand da vorne. Das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht gut aus. Das könnte die richtige sein. Wir werden es gleich rausfinden. Obwohl, da steht eine Palme irgendwie. Obwohl, nee, doch. Doch, doch, doch. Ich glaube, es ist die richtige. Ja, da ist der Ding. Ja, ja, es ist die richtige. Ich werde irre. Okay, ein weiterer wichtiger Schritt ist getan. Sag mal, das hier ist doch auch neu, das Schiffswrack, oder? Oder ich glaube, ich fange gerade an, mir Sachen einzubilden. Ich glaube, irgendwie habe ich jetzt echt Hallus. Ich habe jetzt echt Hallus. Ich habe richtige Hallus. Unglaublich. Ich glaube, ihr könnt mich einweisen. Ohne Scheiß, ihr könnt mich, glaube ich, demnächst echt einweisen. So. Damit ich jetzt keinen Fehler mache beim Zusammenbauen dieses wunderschönen, tollen Motors, speichere ich jetzt das Ganze. Ach ja, genau. Brauche ich da einen Hammer dazu? Ich kann auch mal das Morphin ablegen. Hammer. Foundation? Ne. Lashings. Nee, Duct Tape. Duct Tape ist aber schon da. Was könnte ich denn da noch für brauchen? Ich hol mal die Lashings. Wer weiß, vielleicht brauche ich doch Lashings dafür. So. Wo ist denn der Propeller? Propeller, Engine. Hä? Check ich nicht. Hallo? Jetzt kann ich nicht mal eine Foundation bauen. Ach so, weil ich den Hammer nicht in der Hand habe. Ja, da sind alle Stöcke weg. Naja, gut. Probieren wir es mal. So. Kann ich das jetzt an Land ziehen eigentlich? Ja, das geht, das geht. Vielleicht geht das ja nur, wenn so ein Dings in der Nähe ist. Mit dem Bootsmotor. Nee, es geht nicht. Und meine Vorhersage trifft tatsächlich zu. Es fehlt mir wahrscheinlich genau ein Stock, um dieses blöde Motorteil zu bauen. Ich könnte heulen. Ich könnte echt heulen hier. Es ist doch echt zum Auswachsen, oder? So, wo fahre ich denn jetzt hin? Welche Insel waren am nächsten dran? Was ging denn am schnellsten? Oh, ich muss auch noch essen und trinken, ne? Ah nein, ich habe kein Feuer mehr, ne? Scheiße.
Ich kann kein Feuer mehr anmachen. Probieren wir das gleich mal, ob ich ein Feuer machen kann. Ich glaube, ich habe auch keine Reserven mehr. Dann wird das jetzt eh zum Überlebenskampf hier. Mal wieder. Die Bohnen habe ich noch. Und die Kartoffel ist bestimmt gekocht. Na toll. Das hat so gut wie nichts gebracht. Okay. Setze ich den Joker jetzt ein? Ja, muss ich ja, ne? Obwohl. Nee, besser. Ich nehme den Joker einfach mit. Und fahre jetzt einfach nochmal zu der Insel da. Ich glaube, das ging am schnellsten. Es ist doch echt nervig, oder? Da fehlt mir Holz. Im Prinzip fehlt mir die ganze Zeit schon Holz. Davon mal abgesehen. Ist jetzt überhaupt die richtige Insel zu... Ach, ist jetzt egal. Ist jetzt auch egal. Ich probiere es jetzt einfach mit der. Ich hoffe, die ist nicht zu weit weg. Es ist doch echt zum Auswachsen, oder? Ich hoffe, das ist das... Also, ich weiß nicht. Ich überlege gerade, was könnte mir denn noch fehlen? Ich habe einen Propeller. Ich habe die Engine. Ich habe diesen Carburettor. Ich habe... Habe ich den Carburettor? Ja, doch, ich habe den Carburettor. Also irgendwo ist, liegt ja hier noch einer rum. Also das ist mal klar. Aber ich bin der Meinung, ich hatte einen. Ein Jerrycan, also ein Kanister habe ich. Ich habe Duct Tape. Vielleicht brauche ich mehr als nur eine Rolle Duct Tape. Oder liegt es doch am Holz? Naja, wir werden es rausfinden. Wir werden das schon noch rausfinden. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Oh, das ist heute echt... Das ist meine längste Stranded Deep-Sitzung. Ich kann an der Stelle schon mal um Verständnis bitten, dass ich jetzt nicht mehr gerade auf Kommentare eingehe oder schon nicht mehr drauf eingegangen bin seit einer ganzen langen Zeit, weil ich glaube, das sind jetzt schon bestimmt 4, 5 Folgen. Also das ist jetzt, glaube ich, die 5. Folge, die ich aufnehme. Das tut mir voll leid, aber ich bin gerade so im Fluss drinne und ich habe gerade so viel gefunden und ich will jetzt diesen Motor in dieser Sitzung bauen. Ja, für euch vergehen da natürlich wieder irgendwie ein paar Tage, also oder eine knappe Woche ungefähr, bis ihr dann das Ergebnis seht von der ganzen Aktion. Aber es ist mir jetzt echt wichtig, dass ich diesen Motor gebaut kriege. Ich will das endlich mal machen. Weil ich glaube, das ist echt so ein... So die Krönung von Stranded Deep so ein bisschen, wenn man diesen Motor gebaut hat. Weil der aus so vielen Einzelteilen besteht, die man erst mühsam zusammensuchen muss. Und ich will das endlich packen. Ich will das hinkriegen. Ohne Scheiß. Wenn es eins gibt, was ich jetzt wirklich, wirklich will, nach diesen ganzen Strapazen, nach diesen Verletzungen, nach den Vergiftungen, nach den ganzen Haiangriffen, nach den Bugs, nach allen Bugs, die ich erlebt habe, dann ist es dieser verdammte Motor. Ich will diesen Motor haben. Gut, die Insel kenne ich schon mal, das ist gut. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste da sogar eine Palme liegen. Eine angefangene. Irgendwo hier hinten. Irgendwo hier. Hä? Hatte ich hier nicht eine Palme umgeaxtet? Und halb zerlegt? Mir war so, als hätte ich das gemacht. Ja, doch hier. Ah, da liegen sogar noch welche. Naja, passt mal auf. Dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Yucca, 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 Yucca. Ich schneide jetzt Zucker ab. Ah. Bau mir eine Reserve-Axt. Und mach nochmal alles voll.
Mit Holz. Mein ganzes Inventar mache ich mit Holz voll, schaffe das rüber und dann habe ich erstmal keine Sorgen mehr. Das ist ein guter Plan, glaube ich. Irgendwie spinnt meine Maus auch gerade rum. Reagiert irgendwie nicht mehr richtig. Bisschen komisch gerade. Ich glaube, ich spiele gerade zu viel Stranded Deep. Möglich ist alles. Oh Gott. Sonne geht schon wieder unter, ne? Es ist zum Verzweifeln hier. Okay, das war's auch schon. Mehr geht, glaube ich, gar nicht. Ja gut, 4 Holzdinger reichen ja auch. Und einen nehmen wir noch mit im Schlauchboot, glaube ich. So, und die Insel müsste diese da sein. Sollte. So. Weißt du, es ist jetzt voll das Risiko, nachts dahin zurückzufahren. Aber es ist mir jetzt egal. Ich will das jetzt schaffen in der Folge. Oder ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt überhaupt schon geht. Ich habe schon komplett den Überblick verloren, wie lange die Folgen jetzt sind. Oh Gott. Im Dunkeln zurückfahren ist eigentlich nie eine gute Idee. Schlechteste Idee ever eigentlich, aber gut. Da müssen wir jetzt durch. Drückt mir die Daumen, dass das klappt. Ihr seid ja alle bei mir, in meinem Kopf. Ihr erlebt es mit, dieses Drama. Gott, ich hoffe, das funktioniert, ey. Ich hoffe, das klappt mit diesem Motor. Oh nein. Scheiße. Ihr blöden Mistviecher, geht weg. Geht weg von mir. Mann, warum müssen denn jetzt wieder diese Scheißhaie kommen? Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das denn verdient? Und er könnte echt mal schneller paddeln, wenn er Haie sieht, ne? Ich sehe da immer keinen Unterschied. Ich weiß nicht, wenn ich einen Hai sehen würde, ich würde so schnell paddeln. Da wäre das Ding, da bräuchte ich gar keinen Motor mehr bauen. Da wäre ich mein eigener Motor, wenn ich da Haie um mich rumschwimmen sehe. So schnell wäre ich weg. Das glaubt ihr gar nicht. Oh Gott, ich hoffe, der greift mich nicht an. Es sieht momentan ganz gut aus, dass ich da heil durchkomme. Ohne Angriff. Ohne Haiangriff. Schauen wir mal, schauen wir mal. Man sieht auch nichts. Also im Wasser sieht man gar nichts. Es ist schwarz alles. Ich bin eigentlich gerade ganz froh, dass ich nichts sehe. Will die auch gar nicht sehen, die blöden Viecher. Gestohlen können sie mir bleiben. Ah, okay. Das sieht richtig aus. Das sieht sehr richtig aus. Komm schon, komm schon. Ich glaube, das ist richtig. Ja, ja, das ist die richtige Insel. Das muss die richtige Insel sein. Mit dem Wrack hier vorne. Die Kiste ist offen auf dem Dach. Sehr gut, sehr gut. Ach, und diese Piano-Musik spielt. Oh Gott. Was für eine Erleichterung. Schon allein in der Musik. Jetzt schnell raus. Schlauchboot an Land ziehen. Das Ding wegwerfen. Den Stock in die Hand nehmen. Oh, nicht hängen bleiben vor allem. Ich ziehe es mal noch ein bisschen weiter raus. So. Und jetzt. Hä, was ist denn das? Ach so, ich wollte gerade sagen, wieso liegt denn da ein Stamm rum? Okay, ich bin schon vollkommen durch den Wind. Ich drehe so am Rad, wenn das jetzt klappt, ne? Ich kann nur ein Campfire bauen, wieso denn? Mann. Müsste das nicht gehen eigentlich? Vielleicht mit dem Hammer? Wo ist er denn jetzt, der Hammer? Hm. Lampe.
Hä, wo habe ich denn jetzt den Hammer hinbegraben? Liegt der hier irgendwo unter dem ganzen Geschmeide? Ich finde die nicht mehr. Das ist nicht wahr. Das ist jetzt... Ah, da ist er. Er ist weggerutscht. Okay. Foundation? Nee, Foundation of Ga... Ah! Nein! Foundation auf gar keinen Fall. Das wollen wir nicht machen. Ich check's nicht. Nochmal die Dings herholen. Nee, das geht auch nicht. Mann, shit. Okay. Ich check's nicht. Ich muss nachgucken, glaube ich. Ich muss mal irgendwie... Es gibt eine Stranded Deep Wiki. Da muss ich mal reingucken, was ich jetzt genau brauche für diesen blöden Motor. Vielleicht fehlt mir auch echt nur Duct Tape. Das kann natürlich sein. Vielleicht brauche ich noch eine Rolle davon. Okay, ich würde sagen, das finden wir dann raus in der nächsten Folge Stranded Deep. Bis dann, ciao, ciao.